Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei The Longest Journey. Also, wie finden wir den Hüter? Wie finden wir den Hüter? Als er seinen Platz und sein Reich aufgab, kehrte er in unsere Welt zurück, denn er wurde hier in Stark geboren. Aber er könnte überall sein, stimmt's? April, diese Stadt ist voller Macht, dem Gegenteil der Magie. Sie zieht Menschen an wie das Licht die Motten, alles trifft hier zusammen. Du, ich, die Neuerer und der Hüter. Er ist mit Sicherheit hier. Wo genau, weiß ich nicht. Vielleicht wissen es die Neuerer oder sie haben ihn sogar. Wie holen wir ihn raus, wenn sie ihn haben? Und wozu brauchen sie und wir ihn? Er ist der letzte Hüter. Keiner sonst kann seinem Nachfolger das Tor zum Reich des Hüters öffnen. So viel wissen die Neuerer, aber sie wissen noch nicht, wie man dorthin gelangt. Wer könnte etwas über das Tor zum Reich des Hüters wissen? Der Hüter. Und ich glaube, er ist der Hüter. Denn es hieß ja ungefähr vor 300 Jahren... Nee, 200. Okay, dann weiß ich es nicht. Wer könnte etwas über das Tor zum Reich des Hüters wissen? Die Antwort wird nicht in Stark zu finden sein. Studiere Arcadia-Schriften, sprich dort mit den Minstrum und anderen. Aber zuerst müssen wir unseren Auftrag hier erfüllen. Wo ist der Schlüssel zum Reich des Hüters? Wo ist der Schlüssel zum Reich des Hüters? In Arcadia. Der Schlüssel besteht aus der Scheibe selbst und aus den vier Edelsteinen, den Drachenaugen. Sie verleihen der Scheibe die Eigenschaften des Gleichgewichts. Und wo liegt die Scheibe denn jetzt? Wo liegt die Scheibe denn? Sie wurde vor 10.000 Jahren den Wächtern anvertraut. Anfangs konnte sie jeder bewundern, aber seit Diebe versucht haben, sie zu stehlen, liegt sie versteckt. Sie werden wissen, wo sie ist. Frag Tobias. Westrum Tobias. Wo finde ich die vier Edelsteine? Wo finde ich die vier Edelsteine? Ah, die Drachenaugen. Sie werden von den vier Drachen aufbewahrt. Zwei sind in Arcadia, zwei in Stark. Der weiße Drachen und der alte haben je eines. Du musst sie selbst finden. Mit den anderen helfe ich dir. Okay, wie können wir die Neurer besiegen? Und wie sollen wir das Chaos bekämpfen? Ja, zuerst einmal das hier. Wie können wir die Neuerer besiegen? Die Neuerer werden hier immer stärker. Sie krallen sich sogar in Arcadia fest und haben die Tyran eingespannt. Furchtbare Aussichten. Woher weißt du so viel über das Geschehen in Arcadia? Ich höre Stimmen, Senorita. Stimmen, denen ich vertraue. Wenn die Neuerer hier so stark sind, warum hört man nichts von ihnen? Sie nennen sich hier anders. Kennst du die Voltec-Kirche? Klar, die ist... Oh, das sind die Neuerer? Sie. Dann sind sie sehr groß. Aber warum der Tarnname? In Arcadia streben sie die Zerstörung des Gleichgewichts offen an, vorgeblich um der Menschheit zum früheren Glanz zu verhelfen. Hier geht das nicht. Also streuen sie ihr Gedankengut langsam als New-Age-Religion. Sie haben die Gesellschaft durchdrungen und eine ungeheure Finanzmacht aufgebaut. Haben sie denn so viel Geld? Den Neueren gehören Weltkonzerne. Sie besitzen Armeen und ganze Planeten, April. Und wenn sie erst das Gleichgewicht beherrschen, gehört ihnen alles. Beide Welten. Also haben wir gegen so einen Feind praktisch keine Chance? Wenn wir das Chaos eindämmen und die naturgegebene Rolle des Hüters im Gleichgewicht bewahren, haben sie verloren. Wie sollen wir das Chaos bekämpfen? Du bist der Schlüssel, April. Du kannst zwischen den Welten reisen und bist ein Kind des Gleichgewichts. Außerdem... Aber das kann warten. Dein Dasein wirkt dem Chaos entgegen. Ohne dich wäre es gestern Abend viel schlimmer gekommen. Der winzige Riss wäre wohl bestehen geblieben. Ich habe doch gar nichts getan. Dann stell dir vor, welche Macht du besitzt, wenn du bewusst etwas tust. Glaub mir, Amiga, du bekämpfst das Chaos instinktiv. Du erkennst es und wirst wissen, was zu tun ist. Du wirst in Arcadia am meisten gebraucht. Dort wird das Chaos als erstes mit voller Wucht zuschlagen.
Wenn es nicht rechtzeitig eingedämmt wird, hat Stark keine Chance. Du musst nach Arcadia reisen, wenn wir hier fertig sind. Aha. So einfach geht das? Die Neuere aufmischen, den Hüter und den Eingang zu seinem Reich finden, eine 10.000 Jahre alte Scheibe und 4 Edelsteine, Drachenaugen suchen. Und leg dich doch gleich noch mit den Manifestationen des Chaos an. Ist ja schließlich dein Schicksal. Das ist unmöglich, Cortez. Ich bin 18, ein Niemand. So viel Verantwortung kannst du mir einfach nicht aufbürden. Ich werde dir helfen, April. Andere auch. Du bist nicht allein. Ich fühle mich aber allein. Ich kann noch nicht mal mit jemandem darüber reden. Wie geht's dir so? Och, ich bin auserwählt, die Welt vor dem Bösen zu retten. Es gibt keine Auserwählten, April. Nur solche, die etwas tun oder bleiben lassen. Du hast die Wahl zwischen beiden. Du sagtest, dass ich Kräfte habe, anders bin als andere. Stimmt. Aber du hast dennoch die Wahl. Prophezeiungen zeigen nur einzelne Wege auf. Leider sind in diesem Fall fast alle anderen abgeschnitten. Aufgrund von Umständen jenseits unserer Macht. Die Welt liegt tatsächlich in deinen Händen. Aber du musst selbst entscheiden, wer du bist und was du sein willst. Was passiert, wenn ich Nein sage? Dann muss es wohl heißen, ja, retten wir die Welt. Sie wird die neue Hüterin oder neuer Hüter. Oder? Wer so viel Macht hat? Was passiert, wenn ich Nein sage? Ich bin kein Venar oder Wahrsager. Dann wird etwas anderes geschehen, aber ich weiß nicht was. Aber es kann nichts Gutes sein, wenn du uns nicht hilfst. Aber ich bin nicht euer Retter. Ich habe keine Zauberkraft. Ich bin nur ein Mädchen. Eben ich. Es ist deine Entscheidung, April. Wie immer. Eine echte Wahl bleibt mir da kaum. Wohl nicht. Aber du musst selbst zu deinem Entschluss kommen. Dann muss es wohl heißen, ja, retten wir die Welt. Wo fangen wir an? Hier in Newport. Wir müssen das Hauptquartier der Neuerer finden, ihre Schwächen erkunden und feststellen, ob sie den Hüter haben. Danach musst du nach Arcadia reisen. Ich kann dort nicht hin und habe hier noch einiges zu erledigen. Gut, aber wo erfahre ich etwas über die Neuerer? In der Bücherei? Im Netz? Die Informationen sind dünn gesät. Erinnerst du dich an das Bild, das ich dir gestern gezeigt habe? Klar. Der Künstler, der Junge, Warren. Ich habe dir von ihm erzählt, ja? Warren hat Verbindungen im Untergrund. Er kann uns weiterhelfen. Na gut. Wo finde ich ihn? Mein Freund, Pater Raoul von der Kathedrale an der Hope Street, hat ihn kürzlich gesprochen. Frag ihn. Moment. Sagtest du Hope Street? Ja. Hope Street in Newports gefährlichstem Viertel? Ach, mit städtischen Einzelheiten bin ich nicht so vertraut. Als die Hope Street angelegt wurde, war das Viertel bürgerlich. Das muss aber lange her gewesen sein. Dir wird aber bestimmt nichts passieren. Kein Herr mit Selbstachtung würde einem Mädchen etwas antun. Um den Herrn mit Selbstachtung sorge ich mich auch nicht. Naja, Pater Raoul also. In der Kathedrale an der Hope Street? Ja. Er wird dir helfen, Warren Hughes zu finden. Wenn du morgen fertig bist, treffen wir uns spät nachmittags in der Kathedrale. Ich muss auch mit Raoul sprechen. Gut. Also abgemacht? Viel Spaß, April. Genieß den Abend. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Also, haben wir jetzt nicht ein Date mit einem gewissen Zack? Ach, Reiszwecke. Moment. Ah, so, hier. Die Uhr tickt. Kann man... Wenn ich das wieder mache... Sie läuft. Ich brauche sie nicht nochmal aufzuziehen. Okay. Gut, was sagt das Tagebuch? Langsam bekomme ich einen Krampf im Finger. Also, wenn sonst nichts ist...
Okay, so hier. Sonnabendnachmittag. Mhm. Also, ich komme nach Stark zurück, gar nicht so einfach. Und endlich erzählt mir Cortez alles. Wir haben sogar einen Plan. Ich habe zwar nicht viel Erfahrung mit Plänen, aber mal sehen. Cortez und ich müssen alles Mögliche finden. Diesen Hüter, den Schlüssel zu seinem Reich, offenbar eine alte Steinscheibe mit 4 Edelsteine und den Eingang dorthin. Scheinbar weiß keiner, wo das Reich des Hüters liegt. Nebenbei soll ich das Gleichgewicht vor dem Chaos retten und wahrscheinlich auch noch meine Wäsche erledigen. Ha! Wenn ich mich überlege, dass bis vor 2 Tagen meine größte Sorge war, einem Gast Cappuccino statt Espresso zu bringen, was wäre das für eine unschuldige Zeit? Ja. So, und wir haben ja heute ein Date. Okay, der Typ da ist weg. Hier ist sonst niemand. Jetzt ist die Frage. Sind wir noch rechtzeitig für das Date? Ich will ja keinen Stress mit ihm haben. Aber wenn ich nicht wüsste, was es zu was es führen würde. So, hallo mein Freund. So, zuerst mal reden. Machst du heute Überstunden, Charlie? Ja, leider. Bleibst du bis zum Konzert heute Abend? Welches Konzert? Du weißt nicht, wer heute auftritt? Ich hatte dieser Tage anderes im Kopf. Charlie, tut mir leid. Also, wer? Wir? Du machst Witze. Ryan Dale spielt. Die erste Station ihrer Tournee. Rückkehr zu den Anfängen, bevor sie die großen Säle füllen. Heute Abend? Toll. Das passt prima. Ich muss mich unbedingt ablenken. Ja? Was war denn los? Ach nichts, ich bin bloß müde. Mir ist eben was völlig Abgefahrenes passiert. Du wolltest es mir nicht... Boah, sind wir halb ehrlich. Mir ist eben was völlig Abgefahrenes passiert. Abgefahrener als das, was gestern Abend hier geschehen ist? Oh ja, das, was hier war, könnte erklärbar sein. Ein Hologramm, extra Cool Gas, Massenhypnose, sowas halt. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Weiter als die Alternativen? Dass wir alle verrückt werden? Oder dass etwas aus einer anderen Welt hier eindringt? Ich weiß nicht, April. Manchmal lauern Dinge im Schatten, die man nicht wissenschaftlich erklären kann. Ich glaube, dass es mehr Rätsel und Wunder gibt, als wir ahnen. Vielleicht schon. Du wolltest mir von deinem abgefahrenen Erlebnis berichten. Ach, du würdest es mir doch nicht glauben, Charlie. Versuch's einfach. Nein, es geht nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich selber glaube. Ist gut. Sag mir, wenn du darüber reden möchtest, okay? Vielleicht. Sag doch einfach, dass du mit deinem gewissen Herrn ausgehst. Das ist abgefahren genug, zumindest für hierfür. Ist Emma hier? Hab sie nicht gesehen. Aber sie kommt bestimmt zum Konzert. Wann beginnt das Konzert? In einer knappen Stunde. Es wird bestimmt brechend voll. Du solltest dir rechtzeitig einen Sitzplatz suchen. Danke, Charlie. Kein Problem. Bis dann. Bis dann. Also gut. Also, aha. Moment, ist es schon soweit? Wo warst du denn den ganzen Tag? Du warst nicht im College, nicht im Studio und Fiona erzählt mir, dass du schon wieder Cortez suchst. Und dann murmelt Zack was von der Verabredung mit dir. April, was ist los? Oh Mist, Zack, den habe ich total vergessen. Er wird mich umbringen, wenn ich nicht auftauche. Das heißt, du bist wirklich mit diesem Armleuchter verabredet? Und ich habe ihn noch angefaucht. Ich musste was von ihm wissen. Und dich dafür verkaufen? April, du spinnst. Dann musst du ihn eben versetzen. Ich hab's ihm versprochen. Dem schmierigen Typ?
Daran brauchst du dich nicht zu halten. Versprochen ist versprochen. Ich muss hingehen. Du hast recht, ich bleibe hier. Nee, versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Ich muss hingehen. Löblich, aber fehlgeleitet. Du weißt, dass er nur hinter Sex her ist? Das kann er vergessen. Ich gehe hin, aber nur kurz. Ich sag ihm, dass mir nicht gut ist. Das wird Zack als Einladung ins Bett auffassen. Na, viel Glück, du wirst es brauchen. Danke. Ja, wir müssen ehrlich sein. Also, wir haben es versprochen. Freunde und Feinde. Oh nein, Kopfschmerzen. Ich habe doch gar nicht viel getrunken. Aber ich bin durch ein Portal in eine Parallelwelt gereist. Daher wohl der Drang, mich zu verkriechen und einzuschlafen. Ich sollte wohl diesen Typen aufsuchen, von dem Cortez mir erzählt hat. Warren, in der Hope Street. Ja. Und als wäre das nicht genug, darf ich Zack heute nicht in die Arme laufen. Gestern Abend war grässlich. Nicht nur das Fummeln und dass ich ihm in den Unterleib treten musste. Zack kapiert's einfach nicht, wenn man Nein sagt. Tut mir leid, Kleines. Mir graut vor der Ausstellung in 2 Wochen. Gut, Moment, was sagt der Tagebuch? So ein Abend endlich. Sonntag, 30. Juli 2209. Interessant. Haben wir schon vorher das Datum gewusst? Oder das Jahr? Ja, hier. Also eigentlich, ja, 190 Jahre nach uns. Wenn ich mich nicht irre, sollte das am 6. kommen, diese Folge, wenn ich so umrechnen kann. Also Sonntag schläft man aus, man zieht sich hier bequem an, guckt Filme und hängt mit seinen Freunden im Café rum. Man fährt nicht in das übelste Stadtviertel, um einen Jungen zu finden, der einem verraten kann, wie man sich in einen gefährlichen Kult einschleichen kann, der die Herrschaft über das Universum anstrebt. Das ist was für einen Montag. Also schön, die Welt ist in Gefahr und ich bin die Einzige, die das Chaos aufhalten kann. Und heute früh muss ich zur Kathedrale in der Hope Street, um mit einem Priester Raoul zu sprechen. Er soll mir sagen können, wo Warren Hughes wohnt. An mich, denk dran, April, wenn jemand das nächste Mal Bestimmungen flüstert, lauf weg, so schnell du kannst. Bisher habe ich 0, nichts geschafft. Ich komme einfach nicht voran. Ja, sehr gut. Hallo, Zack. Hey, Zicke, was hat dich denn gestern Abend geritten? Pardon, wie hast du mich eben genannt? Ich führe dich groß aus und zum Dank gibst du mir eine verdammte Ohrfeige? Hast du dich mal gefragt, warum ich dich geohrfeigt hab? Du, das ist mir eh wurscht. Dir wird's noch leid, um mich verkohlt zu haben, Zicke. Aha. Was willst du denn tun? Du würdest Mescal noch als Kompliment verstehen. Normalerweise bin ich stets freundlich und, aber das kann ich nicht sagen. Wenn er kein Nein versteht, sorry, aber... Du würdest Mescal noch als Kompliment verstehen. Wenn ich nicht so ein netter Typ wäre, würde ich dir die verdammte Fresse polieren, Zicke. Es wird dir verdammt leid tun, dass du mich verkohlt hast. Was willst du machen? Okay, das kann ich sagen, weil ich groß, halbwegs stark und ein Mann bin. Jemand anderen zu verprügeln oder stark genug zu sein, um es mit jemand aufzunehmen? Ja, April ist eine 18-jährige schlanke Frau, die sieht nicht gerade kampfsportlich aus oder irgendwie so in der Art. Also, ich weiß nicht, ob sie Kampfsport beherrscht, also wenn der sie angreift, könnte es scheiße für sie werden. Grob gesagt.
Okay, hier haben wir nichts. Nicht, dass ich das wünsche oder gutheiße, aber ja, so ist es nun mal. Andererseits, wir wissen ja nicht, ob sie Kampfsport macht. In meinem Freundeskreis habe ich eine, die zwar zierlich aussieht, aber dich den Arsch versohlen kann wie nichts Gutes. Aber gut. Hallo, Charlie. Ich habe keine Zeit, um mit Charlie zu reden. Leider. So. Ach, Zack, du Idiot. Es hätte so ein schöner Abend werden können, aber nein, der muss es übertreiben. So. Der muss auch da schmierig sein. Ich frage mich, ob er mit dieser Tour... irgendwann mal in einem Bett gelandet ist oder so. Der Typ ist Jahr ein, Jahr aus hier und malt. Ob er auch nur ein Bild fertig gemalt hat? Das weiß ich nicht. Das fragst du dich jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen. Aber ich will kurz nachsehen, wie es in der Akademie aussieht. In der Universität. So, hier ist nichts Neues. Oh. Gibt es etwas Neues hier? Modell für seriöse Arbeit gesucht. PS? Nur junge, hübsche... Hier hat er Miezen durchgestrichen und durch Frauen ersetzt. Allglatt der Mann. Ja, höchstwahrscheinlich sogar einen gewissen Herr, den du kennst. So, hier haben wir nichts. Und... Holoskulptur. So, was haben wir hier? Emmas Ausstellungsbeitrag. Sie weiß selbst nicht, was es sein soll. Aber es ist wunderschön. Sieht aus wie ein Drache. Und wie gesagt, du kannst doch alles, was du in deiner Welt gesehen hast, also in Arcadia, oder in deinen Träumen doch malen. Da hast du genug Motive, aber nee. April lässt lieber alles weg und zeichnet ein leeres Blatt Papier. Am besten mit dem Titel Weiße Tasse bei Schneesturm und Nebel. Selbst dafür müsste man irgendetwas malen. So. Dann gehen wir mal in den abgefucktesten Viertel, den es gibt. Die Frage ist, ob das gut kommt. So, die alte Omi ist da. Hope Street. Metro City. Ja. Oh. Ja. Sie ist weg. Sie ist weg. Okay. Er kann bestimmt gut mit dem Stahlrohr umgehen. Der Boss. Seine Uniform weist ihn als Angehörigen der Westside Kings aus. In der ganzen Stadt hängen ihre Anwerbeplakate. Okay, und dicker. Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten. Sieht ganz so aus, aber hat der Typ da hochhackige Schuhe an? Hope Street Station. Sie ist weg. Was ist das? Rohre? Vielleicht Gas- oder Wasserleitungen oder Abwasserrohre. Das würde den Geruch erklären. Die Kathedrale ist da drüben. Was haben wir sonst noch? Also, hier rüber kommen wir nicht hin. Die kann man nicht ansehen und... Das sind die Rohre.
Das ist die U-Bahn. Gut, dann mal weiter. Ah. Interessant. Ich frage mich, wie Sie die Kerzen anzünden. Benutzen Sie Leitern oder Jetpacks? Die Idee hat was. Priester mit Raketenrucksack. Das gäbe der Abendmesse eine völlig neue Dimension. Eigentlich schon, das wäre so geil. Sehr schön. Und wenn man die Lage bedenkt, eigentlich ein Wunder, dass noch alles heil ist. Wahrscheinlich kugelsicheres Buntglas, extra für innerstädtische Kirchen hergestellt. Könnte sogar gut möglich, dass ein Ausgang... Das ist die Orgel, ja. Buntglasfenster, das sind nur die Statuen. Vielleicht sind es ja auch nur holographische Kerzen. Könnte auch sein, aber Jetpack-Priester finde ich geiler. So, sonst noch was? Vielleicht sind es ja auch nur Hologramm. Diese Buntglasfenster versetzen einen sofort in andächtige Stimmung. Gut. Habe ich gerade eine Taube gehört? Ja. Beichtstuhl. Und okay, hier geht's nicht weiter, also zu den Beichtstühlen. Oh, die haben, man muss alles drumherum laufen. Sie kann hier nicht durch. Okay, ist das der Priester? Die Beichtstühle. Also Wandgemälde. Ein Engelsbaby. Ein Cherub? Er trägt eine rote Robe um seinen Unterleib und scheint es eilig zu haben. Ich kann mich nicht an diese Bibelstelle erinnern. Vielleicht steht sie in der Fortsetzung. Nein, die kam ja erst vor 5 Jahren raus. Und was? Das Wandgemälde sieht viel älter aus. Die Fortsetzung? Ein Wandgemälde. Unter anderem mit einem Cherub in langer roter Robe. Okay. Beichtstuhl. Musst du Beichtstühle. Hm. Ein Priester. Kannst du da rein gehen? Seit meiner letzten Beichte sind mehr als 2 Jahre vergangen. Aber ich bin jetzt nicht in Stimmung. Und bei meinem Sündenregister werde ich tagelang den Rosenkranz beten müssen. Was hast du denn für Sünden gemacht? Oh, da steht ja, also da hockt jemand. Aber vorhin in der Totalen hat man das nicht gesehen. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao!